Hallo zum heutigen Video. Heute ein wichtiges Thema, die Beurteilung von Eierstockzysten. Es geht um Jota, nicht um Yoda. Der spielt in einem anderen Film. Auch hier gilt, Wissen ist Macht, denn die richtige Beurteilung von Eierstockzysten ist extrem wichtig. Schätzungsweise 20% der Frauen oder jede fünfte Frau ist mindestens einmal im Leben von einem sogenannten Befund am Eierstock betroffen. Als Befund bezeichnet man alles, was auffällig ist. Das kann also eine harmlose Zyste sein, aber auch ein bösartiger Tumor. Eierstockzysten sind ein sehr häufiger Grund für Ultraschallkontrollen bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen. Übrigens, häufig sind es gar keine echten Zysten. Aber dazu habe ich euch schon in meinem Video Eierstockzysten platzen nicht mehr erzählt. Heute geht es um echte Zysten. Im Zusammenhang mit Eierstockzysten gibt es verschiedene Probleme. Erstens ist häufig nicht klar, ob es sich allenfalls um einen bösartigen Befund handelt. Und zweitens werden dann Kontrollen durchgeführt, um zu sehen, wie sich der Befund entwickelt, ohne dass neue Erkenntnisse daraus gewonnen werden. Und drittens werden Eierstockzysten erstaunlich häufig sinnloserweise operiert. Drei Professoren haben sich daran gemacht, diese Probleme zu lösen. Professor Dirk Timmermann von der Uni Löwen, Professor Lil Valentin von der Uni Malmö und Professor Tom Bourne vom Imperial College in London. Sie haben zusammen die International Ovarian Tumor Analysis Group, kurz IOTA, gegründet. Als erstes haben sie eine Terminologie definiert, wie denn diese Befunde überhaupt einheitlich bezeichnet werden sollen. Als nächstes haben sie sich daran gemacht, herauszufinden, welche im Ultraschall sichtbaren Kriterien auf gutartige und welche auf bösartige Befunde zutreffen. Dazu haben sie von Tumoren und Zysten, die operiert wurden und daher untersucht werden konnten und von denen genau bekannt war, was sie sind, die Ultraschallbilder ausgewertet, um zu sehen, was darauf zu erkennen war. Daraus haben sie Kriterien zusammengestellt, die eben für gutartige oder bösartige Befunde immer vorgekommen sind. Und aus meiner Sicht ist das Ergebnis wirklich genial. Diese Kriterien haben funktioniert, auch um eine Vorhersage zu machen, und über die Jahre wurde die Auswertung immer weiter verfeinert. Aus dieser Arbeit sind schließlich drei wichtige Beurteilungsmöglichkeiten entstanden, die wir heute anwenden können. Erstens die Easy Descriptors, zweitens die Simple Rules und drittens das ADNEX Model. Aber schauen wir uns diese Dinge einmal der Reihe nach an. All diese Beurteilungskriterien und auch der Online-Rechner sind auf der Webseite der IOTA-Gruppe frei verfügbar. Auf dieser Übersicht seht ihr die Kriterien für die Easy Descriptors. Wenn auf einen Befund ein B-Kriterium zutrifft, dann ist der Befund mit höchster Wahrscheinlichkeit gutartig. Wenn ein M-Kriterium zutrifft, bösartig. M steht für maligne, lateinisch bösartig. B steht für benigne, lateinisch gutartig. Es ist auch möglich, dass weder B- noch M-Kriterien zutreffen. Dann gehen wir einen Schritt weiter und versuchen, ob wir die Simple Rules anwenden können. Hier sind die Simple Rules aufgelistet und es gilt grundsätzlich das gleiche Prinzip. Allerdings können wir hier auch mehrere Kriterien anwenden. Wenn ein Befund ausschließlich B-Kriterien hat, die zutreffen, dann ist der Befund mit höchster Wahrscheinlichkeit gutartig und wenn nur M-Kriterien zutreffen, höchstwahrscheinlich bösartig. Wenn aber weder M- noch B-Kriterien passen oder einige M- oder einige B gemischt passen, dann kann man anhand der Simple Rules den Befund nicht beurteilen und dann müssen wir wieder einen Schritt weitergehen und verwenden nun das ADNEX Model. Das ADNEX Model ist als Online-Rechner verfügbar, wo wieder verschiedene Kriterien eingegeben werden können. Daraus ergibt sich dann eine errechnete Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich der Befund gutartig oder bösartig ist. Bei den bösartigen Befunden gibt es noch eine gewisse Unterscheidung, um ein bisschen besser einzuschätzen, in welche Richtung es geht. Anhand dieser Einschätzung kann man dann überlegen, wie weiter vorgegangen werden soll. Welche Optionen gibt es überhaupt, um bei Eierstockzysten oder Eierstocktumoren etwas zu unternehmen? Eierstockzysten werden häufig per Bauchspiegelung, einer sogenannten Laparoskopie, aus dem Eierstock herausgelöst oder herausgeschält. Man nennt das Enukleation. Diese Operationen werden recht häufig durchgeführt, sind aber häufig sinnlos. Weil, wenn ein Befund klar gutartig ist,
dann kann man ihn häufig einfach lassen. Und wenn er möglicherweise bösartig ist, dann ist es keine gute Idee, den Befund auszuschälen, weil man nicht Tumorzellen im Bauchraum verteilen möchte. Dann muss man leider den ganzen Eierstock entfernen. Es gibt allerdings schon auch gute Gründe, um Zysten zu enukleieren. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Zysten sehr groß werden und durch ihre Größe stören. Ein anderer möglicher Grund, eine Zyste zu enukleieren, ist, wenn eine Endometriosezyste besteht und sowieso eine Endometrioseoperation durchgeführt wird. Allerdings muss man auch Endometriosezysten nicht unbedingt operieren, aber dazu habe ich euch bereits früher ein anderes Video gemacht. Wenn eine Zyste sehr groß ist und stört, dann ist es manchmal auch eine Option, sie zu punktieren, das heißt mit einer Nadel anzustechen, um den Inhalt abzusaugen. Fazit: Eierstockzysten sind extrem häufig. Vor den Wechseljahren sind sie in den allermeisten Fällen gutartig und stören am ehesten durch ihre Größe. Jeder Befund am Eierstock sollte nach heutigen Standards nach diesen IOTA-Kriterien beurteilt werden. Alle anderen Beurteilungsmöglichkeiten sind unterlegen. Häufig werden auch sogenannte Tumormarker aus dem Blut bestimmt. Das ist auch in den meisten Fällen nicht zielführend, sondern führt eher zu Verwirrung. Beliebt ist zum Beispiel der Wert CA125, der aus diversesten Gründen erhöht sein kann. Jede Reizung des Bauchfells, also auch bei einer Entzündung oder typischerweise bei einer Endometriose, führt dazu, dass der Wert des CA125 ansteigt. Wenn ihr eine Zyste habt, besteht darauf, dass diese nach IOTA beurteilt wird. Allerdings muss man auch die Beurteilung nach IOTA lernen. Es ist nicht immer ganz einfach, diese Kriterien mit Sicherheit zu erkennen und zu bewerten. Dafür gibt es Kurse, die auf der Website von IOTA ausgeschrieben sind. Wer den Kurs über die IOTA-Kriterien bestanden hat, bekommt ein entsprechendes Zertifikat. Wenn ein Befund nach IOTA gutartig ist, dann ist es häufig nicht nötig, weitere Kontrollen oder eine Operation zu machen. Und zum Schluss noch dies. Wenn eine Zyste am Eierstock besteht, wird häufig davor gewarnt, dass sich der Eierstock dadurch verdrehen könnte. Das ist in der Tat ein Notfall in der Gynäkologie, der aber sehr selten vorkommt. Wenn eine Zyste typischerweise im Bereich von ungefähr 5 cm Durchmesser besteht, dann kann sich in seltenen Fällen der Eierstock verdrehen. Dadurch wird die Durchblutung abgeklemmt und der Eierstock würde absterben, wenn man ihn nicht notfallmäßig operiert und innerhalb idealerweise etwa 6 Stunden wieder zurückdreht. Eine Torsion, also ein Verdrehen des Eierstockes, macht sich mit massivsten Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen bemerkbar. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass das passieren könnte, ohne dass man es merkt. Zudem ist es etwas, was trotz allem selten passiert. Darum ist es keine gute Idee, Zysten nur aus Angst vor einer möglichen Torsion zu operieren. So viel für heute. Lasst euch keine Zysten aufbinden und nicht in den Wahnsinn treiben mit diesem Thema. Denn auch hier gilt, Wissen ist Macht. Gebt mir ein Like und ein Abo und lasst eure Freundinnen und Freunde an diesem Wissen teilhaben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. I like it.